Cäsar, ich würde dir gerne alle Gefallen dieser Welt tun. Das Problem ist, dass ich das vorbereiten muss. Ich brauche eine gewisse Vorbereitungszeit. Ich kann da jetzt einmal was aufstellen. Wie viele Jahre brauchst du noch? Aber es geht nicht alles von heute auf morgen. Ihr habt ja Vorstellungen, ich weiß nicht. Ihr, wer ist ihr? Ja, junge Menschen. Ja, ich glaube, alles geht von heute auf morgen. Ja? Meine Mama wartet drauf. Ich warte drauf. Wir haben den Konsens einfach gefunden, dass ich das bekomme. Du wirst das bekommen, Tessa. Und jetzt gehen wir mit mir rein und trinken mal was. Ich will nichts anständiges trinken gehen. Gespräch. Verstehst du nicht? Ich will nichts trinken gehen. Ich will meine letzten Jahre zurückhaben, verstehst du? Ich will das haben, was mir nie ermöglicht wurde. Verstehst du? Gut. Ein Auto zum Geburtstag, eine Wohnung, einen Führerschein. Tessa, ich verstehe dich. Meine Unterrichtsstunden. Ich verstehe dich. Aber es nutzt ja nichts. Ich kann es ja nicht wie Manna vom Himmel regnen lassen. Ich brauche ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen. Ja? Ist in Und Ordnung. Die musst du mir geben. Ja, gebe ich dir. Du zahlst meinen Aufenthalt, wenn er hier ist. Ist das in Ordnung? Im Nachhinein, ja. Ich muss es erst einmal aufstellen. Ja? Was machst du den ganzen Tag? Außer, du sitzt ja auch da drinnen und kannst das Scheiß abkaufen. Ich arbeite genug, ja. Und es ist ein Unterschied, ob ich mir da drin ein Bier kaufe oder ob ich 30.000 Schilling rechnen lasse. Ja? Ein Bier kaufst du dir? Ja, warum glaubst du, dass ich glaubst, du bin ein Säufer, oder was? Ich weiß, dass du einer bist. Ah, das ist interessant. Woher willst du das wissen? Weil ich dich schon lang genug beobachte. Und es hat sich nichts geändert, nichts. Sehr schön. Wie eh und je. Deshalb ich bin noch immer ein erwachsener Mann. Lass mich in Ruhe. Und was ich mache in meinem Privatleben, tut mir leid, aber... Was heißt denn deine Privatleben? Bin ich nicht dein Privatleben? Deshalb können wir jetzt nicht dein Privatleben? Deshalb natürlich bist du mein Privatleben, aber du warst nicht in meinem Leben jetzt. 12 Jahre, 11 Jahre, keine Schuld. Ahnung. Natürlich ist es nicht deine Schuld, Tessa. Es ist aber auch nicht nur meine Schuld. Und ich muss dir das vielleicht einmal erklären dürfen. Ja? Weil man kann nicht einfach einen Menschen beschuldigen, ohne dass man weiß, was dahinter steckt, Tessa. Und ich habe genug von deinen blöden Ausreden.